Hallihallo, Hallöchen, liebe Menschen zu Hause an den Rundfunkempfangsgeräten. Schön, dass ihr heute Abend wieder zu uns gefunden habt, zu Lurch und Lama. Und wir haben wieder einen Rollenspiel-Talk. Und weil ein Lama viel, aber bei weitem nicht alles wissen kann, ich habe ein Echo. Echo? Ich habe ein Echo. Warum habe ich ein Echo? Ah, ich weiß, warum ich ein Echo habe. Ich glaube, ich... Jetzt ist das Echo weg. Danke! Es hilft, wenn ich nicht zweimal da bin, sondern nur einmal. Das hilft. So, Echo ist weg. Ich komme nochmal rein. Hallo, liebe Menschen an den Rundfunkempfangsgeräten. Schön, dass ihr heute Abend da seid. An diesem wunderschönen Montagmorgen, dem ersten Tag, wo man nicht mehr das Gefühl hat, kurz vor der Eiszeit zu sitzen, sondern wo es einfach mal schönes Wetter ist. Das finde ich ganz großartig. Heute reden wir über das Thema Superhelden. Und weil ich nicht alles wissen kann, habe ich mir kompetenten Menschen dazu geholt, die sich bei diesem Thema auskennen. Und wir fangen an mit zwei tollen GästInnen von Couch Session RPG, nämlich Schnetti und Normi. Hallo Schnetti, hallo Normi, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Hallo. Und danke, dass wir dabei sein dürfen. Also, sehr, sehr gerne. Das erste Mal. Ich habe schon öfter euren Content geguckt und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat, dass ihr mal hier bei uns seid. Finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir noch einen, muss ich nicht vorstellen, hallo Jocke. Hallo. Der Jocke schon wieder. Der nämlich bei uns im Stream Supers geleitet hat und allein schon deswegen von mir als Fachmensch deklariert worden ist. Ich bin nur hier wegen der Stempelkarte. So. Ach shit, ich hatte dir versprochen, dass es Rabatt gibt ab dem 10. Stream, ne? Ja. Aber ich habe nie gesagt, wie viel. Scheiße. Details. Und last but not least, ein Menschen, mit dem ich schon sehr viel Rollenspiel gemacht habe, wenn auch in einem anderen Leben und an einem anderen Ort, der liebe Rintaro. Schön, dass du heute Abend hier bist. Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf. Fangen wir mal damit an. Wer seid ihr, was macht ihr und was verbindet euch mit dem Thema Superhelden? Schnetti, magst du anfangen? Kein Problem. Ja, also, wie du das ja eben schön gesagt hast, wir haben einen Kanal namens Couch Session RPG und dort gibt es ganz viele Let's Plays zu sehen, von D&D-Runden angefangen, aber auch von anderen Systemen und gehört dazu Mausritter, Kult, Monster Hearts, aber auch Masks, ein Superheldenspiel. Und und das kann auch ganz, ganz unterschiedlich interpretiert werden und dazu dann dementsprechend später. Ansonsten kommen bei uns auch noch Brettspiele auf den Tisch und jetzt ganz neu haben wir auch ein Spotify Couch Session Music, wo wir auch Musik für euch RollenspielerInnen bereitstellen. Wird jetzt langsam gefüllt, ist noch ein bisschen leer, aber kommt dann noch. Ihr macht die Musik selber? Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Genau. Wir haben uns ja den D20 Sounds Martin dafür eingefangen, der das bei uns sehr, sehr toll macht. Und wenn es um Rap geht, gerade eben neu, der Ziegenmann, der auch schon ein D&D-Rap, einen Lurch und Lama-Rap und einen Blutige Säge-Rap gemacht hat. Genial. Ja, mega gut. Ja. Eigene Musik, finde ich der Hammer. Jocke, machen wir bei dir weiter. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Jocke. Ich wusste ja nicht, ob Sie schon wussten. Ich bin ein Superhelden-Fan, besonders aus der Sparte der Pulp- und Marvel-Ecke. Und ich habe hier auf dem Kanal schon, wie das Lama gesagt hat, das Supers Let's Play geleitet. Und wir haben sehr viel gelacht mit Deluxe. Ja. So hieß unser Superhelden-Team. Genau. Deluxe. Was nichts mit dem Fisch, aber egal.
Ja, genau. Dafür waren verdammt viele Anspielungen darauf. Extrem viele Anspielungen, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, treibe ich mich hier im Lurchen Lama Discord rum und hoffe doch häufiger, mein Gesicht vor die Kamera halten zu können, wenn das Lama mich lässt. Jederzeit. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder Spiel leitest. Gerne. Ich mag es sehr gerne, wenn du spielst. Ich habe so ein paar Sachen auf Lager. So Dinge in petto. In petto. Hervorragend. Machen wir weiter mit Rintaro. Ja, ich bin so in der Streaming-Geschichte eigentlich so gar nicht vertreten, außer hin und wieder. Doch alle 2 Wochen bei der Koali, die Sternträger. Mhm. Da kann man mich sehen. Ansonsten mache ich weniger. Ich verfolge halt relativ viel. Den guten Jens kenne ich von früher. Und der hat mich freundlicherweise mal gefragt, ob ich nicht zu irgendwas meinen Senf geben möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Kann ich, kriege ich hin. Und Superhelden, weiß ich nicht, haben mich halt so durch mein Leben mitverfolgt. Ich glaube, angefangen hat es damals mit Spider-Man, wo ich das erste Mal so bewusst so diese früheren, nicht Comics oder so, sondern die Serie, die früher irgendwie noch auf, weiß ich nicht, RTL 2, irgendwie Sat.1, irgendwie sowas oder so, ganz früher mal gelaufen ist oder so, damit hat es so gestartet und klar, so Marvel, DC, die ganzen Filme oder sowas, bin ich alles drin. Und Supers selber habe ich einmal geleitet und 2 Runden, unter anderem die Lachsrunde tatsächlich und noch eine andere von Orkenspalte habe ich auch mal gesehen. Da habe ich mir das Supers auch zugelegt und mit meiner Tischrunde mal geleitet. Auch viel Spaß gehabt. Ziegenmann, kurz für dich direkt auf das antworten, was du da schreibst. Du brauchst Nachhilfe im Spielleiten von Superheldinnen-Rollenspielen. Dafür sind wir heute Abend hier. Wir versuchen sehr praktisch zu werden noch. Bleib dran. Last but not least, Normi. Ja, also danke nochmal fürs hier sein dürfen. Und Schnetti hat da schon ganz viel wegen unserem Format gesagt. Zu mir, ich bin hier, ja, nur ähnlich wie bei Rintaro, nur Superhelden begleiten mich eigentlich gefühlt auch schon so das ganze Leben. Bei mir war es auch Spider-Man, nur der Initialgeber und auch immer noch einer meiner Lieblingshelden. Und da muss ich kurz fragen, welche Spider-Man-Serie findest du am besten? Die Amazing-Geschichte, die Original, also die ersten 3 oder die neuen? Die Filme. Mhm. Die Filme oder? Ja, von den Filmen, nur von den Filmen. Von den Filmen tatsächlich die neueste Reihe, würde ich sagen, weil es für mich am rundesten ist. Und es für mich, auch wenn ich Tobey Maguire aus nostalgischen Gründen gerne mag, das einfach ein Traum ist. Ich finde tatsächlich die Amazing-Geschichte dabei. Also da finde ich, die mag ich am liebsten. Aber egal, gut. Es ist aber nicht mein Lieblings-Superheld. Also mein Lieblings-Superheld ist tatsächlich von den X-Men Gambit. Also, ne, sehr Gambit. Geil, sehr geil. Sehr, sehr cooler. Genau. Ja, auch deswegen bin ich hier. Wessen Lieblings-Superheld ist, glaube ich. Mein erster Superheld tatsächlich war, mal ganz davon abgesehen, dass man von Superman gehört hat, aber so der erste, der mich länger gefesselt hat, war auch einer, der sich nicht durch Superkräfte zeigt. Und zwar das Phantom. Mhm. Cheesy as fuck. Also wirklich cheesy. Aber ich hab's geliebt. Also diesen Typen, sein Pferd, sein Hund, seine geheime Höhle, diesen Ring mit dem Totenkopf drauf und so. Geiler Scheiß. Wo habe ich's gesehen? Als ich bei meinem Kinderfriseur war, hatte der die komplette Reihe Phantom-Comics bei sich liegen. Und ich habe sie geliebt und mir dann hinterher auch besorgt, um sie zu Hause zu lieben. Also Phantom fand ich richtig, richtig geil. Ich hätte gerne eine Frage an Schnetti an der Stelle. wir reden ja darüber, wie wir sozialisiert worden sind und du hast sehr aktuelle Dinge genannt. Mhm. Alle anderen haben so dieses, ja, früher, ne, als ich jung war. Wie war das für eine Frau respektive vorher Mädchen? Mhm. Hast du dich da schon für Helden und Superhelden interessiert? Ja. Oder kam das später? Also kam etwas später, wobei, wenn ich mich jetzt so recht dran erinnere, also ich fand zum Beispiel damals die Serie Superman ganz toll. Aber nicht wegen Superman, sondern wegen Lois Lane. Ja, so, weil sie nämlich unglaublich gut dargestellt worden ist. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was Mädchen
ganz lange drauf warten mussten, also Figuren zu bekommen, mit denen sie sich identifizieren können. Oder zumindest ging es mir so in den 80ern, 90ern. Und wobei, gut, das ist jetzt vielleicht nicht klassisch Superheldin, aber She-Ra war dann so auch, ne? Das, was denn, She-Ra ist eine Superheldin, definitiv. Ja, absolut, ja. Ja, wobei das ja so auch wieder so ein Grenzbereich ist, weil es ja in Fantasy-Bereich geht, ne? Und aber, also ganz ehrlich, das war ganz große Klasse, ne? Badezimmer hatte schon immer eine super Akustik. Ich habe dann den Besenstiel hochgehoben, ne? So, und habe She-Ra nachgespielt. Das sehr, sehr geil. Ja. Ne? Aber dann gab es dann auch so eine Lücke dann dazwischen. Dann gab es so eine Pause mit den Superhelden. Darf ich kurz bei den Leuten fragen, weil es für das Thema interessant ist, Geburtsjahrzehnt? 81. Schnetti? 80er? Ja. Genau. 80er. 80er? 70er. 82er. Also 380er, 270er. Also ich bin auch aus den 70ern. Das sind die beiden alten Männer. ich finde, man merkt schon einen Unterschied, weil diese Zeichentrick-Superhelden waren bei uns ja noch gar nicht so vertreten in den 70ern. Also das heißt, wir haben eher noch Papier-Superhelden als frühe Sozialisierung gehabt. Während in den 80ern, also zumindest von denen in den 80ern geboren, also in den 90ern, auf Superhelden aufmerksam werden, da gab es ja schon diverse Zeichentrickfilme. Und wenn es nur Captain Planet gewesen ist. Held der Erde. Ja, ganz, ganz großer Held. Immer schön das Plastik wegräumen. Hey, ich fand den toll. Echt? Ich fand die Serie voll, tatsächlich. Ja. Ich fand Captain Planet damals schon tatsächlich relativ furchtbar. Ich hatte Merch davon tatsächlich. Älter. Du hattest Captain Planet Merch. Ja, also Scheiß. Spielzeug, ne, so Actionfiguren und sowas. Und tolle Plastikringe waren immer bei den Figuren dabei. Wir haben aber auch eher die Turtles. Ich mochte tatsächlich eher die bodenständigen Helden. Oh, das stimmt. Das waren toll. Damit kommen wir schon dabei, direkt. Also. Ja, Turtles war ich auch dabei. Aber kommen wir zu der interessanten Frage. Helden, habe ich schon mal einen Stream zugemacht, was eigentlich Helden sind. Was sind eigentlich Superhelden? Was macht Superhelden aus und wann fing das Ganze an? Da du in unserem Vorgespräch da schon Dinge zu gesagt hast, Jocke, was sind so die ersten Superhelden? Die ersten Superhelden, von denen man schriftlich ich denke mal, nachlesen kann, würde ich sagen, sind aus den griechischen Sagen, aus der Ilias, aus dem Trojanischen Krieg, Achilles, Ajax, Odysseus, hatten wir ja gesagt, ist eher auf einem Street-Helden-Level. Wenn das man haben die aber nicht gehört, die anderen. Da naja, haben wir wenn man vorher so Achilles, nur drüber gesprochen. Achilles und Ajax nimmt, dann hast du halt, oder Herkules. Genau, Herkules ist als Halbgott. Hulk ohne Grün. Ja. Ne? Aber ich nehme mal das Beispiel Ajax, weil Ajax ist tatsächlich eher der unbekanntere Held aus der Ilias. Der hat ja auch übermenschliche Kräfte werden ihm angedichtet, dass er eben groß ist und sehr stark und es mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen kann. Und da ist halt die Frage, sind das schon die ersten Superkräfte gewesen? Achilles, Unverwundbarkeit bis auf die kleine Achillesferse. Siegfried. Stimmt. Oder wenn man in die asiatische Ecke geht, die Reise nach Westen, also die ersten Wuxia-Geschichten, wo man Sun Wukong hat, den Affenkönig und die ganzen Charaktere, Tripitaka und wie sie alle heißen. Das sind alles schon Superhelden, die es auch in die moderne Neuzeit geschafft haben. Gucken wir uns mal Marvel Comics an, da läuft Herkules rum. Wir gehen noch einen Schritt zurück. Ich lasse dich noch nicht zu den Neuzeithelden. weil gerade geschrieben worden ist Odysseus. Odysseus ist
meines Empfindens nach kein Superheld, sondern ein Held. Das ist ein großer Unterschied, weil Odysseus keine Superheldenfähigkeit hat. Ja. Außer, dass er irre schlau ist. Also, und er ist auch nicht irre gebildet, er ist so bauernschlau. Also, er erkennt Dinge sehr, sehr schnell, erkennt Zusammenhänge, kann sich überall rausreden. Er ist der Hawkeye der griechischen Avengers. Das stimmt. Er ist der Hawkeye. Er hat durch die Äxte mit dem Pfeil richtig, geschossen. Richtig. Pfeilschießen kann er sehr gut. Also ist extrem starker Bogenschütze. Mhm. Aber das ist aber auch so ein Knight Rider Buff. Also das, das kann er nur an einer Stelle. Also den ganzen Trojanischen Krieg durch ist nie die Rede davon, dass Odysseus verdammt nochmal der beste, stärkste, geilste Bogenschütze ever ist. Das wird nie erwähnt. Nur ganz am Ende. Da hast du ja, dann eher auf der trojanischen Seite Paris, der Achilles mit dem Bogen in die Achillessehne schießt. Paris ist der super Bogenschütze. Odysseus ist die ganze Zeit schlau, außer ganz am Ende. Da kommt raus, dass er der Einzige ist, der diesen Bogen spannen kann. Aber vorher nicht, oder? Wird das irgendwann mal erwähnt? Vielleicht war es Glück? Hm. Glück seine Superheldenkraft. Ja, ne? Deadpool. Wo wir bei Deadpool. Achso, trinket auf Trinket. Es sind gerade Punkte, wir müssen alle was trinken. Achso, ja, natürlich. Aber ja, also meiner Meinung nach ist Odysseus mehr ein Held als ein Superheld. Das heißt, er hat weder, also wodurch wird ein Held zum Superheld? Mhm. Normie. Ein Held zum Superheld, ne? Mhm. Das ist, wenn wir jetzt wirklich von diesem klassischen Bild der Superhelden ausgehen, das ist natürlich besondere Kräfte, die in irgendwelchen Bereichen halt eben das menschlich Mögliche übersteigen würden, aus unterschiedlichen Gründen. Und dem Lernen halt eben mit dieser großen Macht. Spider-Man macht das ja ganz gut, ne? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Also eben diese großen Kräfte und diese großen Fähigkeiten für andere nutzen und einzusetzen, ohne sich selbst damit oder egoistisch damit umzugehen. Wo sich viele Superhelden nicht frei von machen können, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die sehr egoistisch mit ihren Kräften umgehen. Ja, da kommen wir später nochmal zu. Das, der Egoismus der Superhelden. Ja. Ich würde es gerne ergänzen um einen Punkt. Sie haben entweder in irgendeiner Form übermenschliche Fähigkeiten oder Ausrüstung. Ja. Mhm. Also sie können das auch über Gadgets werden. Ja, das stimmt. Wie Batman und Iron Man, die ja beide Gadget-Helden sind und nicht Superkräfte. Mhm. Welche Quellen haben wir für Superkräfte? Radioaktivität. Egal, so 60er, 70er, ne, war Radioaktivität das große Thema. Also oftmals hast du halt einfach Geburt. Superman ist Kryptonier, kommt von einem anderen Planeten. Aquaman ist irgendwie eine eigene Spezies. Ja, also die Spezies, die halt einfach auf den Planeten kommen, wo halt alle schwächer sind. So, Punkt. Klar, Radioaktivität, irgendwelche Artefakte. Mhm. Mystisch, was auch immer. Genau. Genetik. Stimmt. Ja. Genau, X-Men und Mutation, ja. Also wir haben Technik-Gadgets. Genau, wir haben Technik-Superhelden, aka Batman und Iron Man. Mhm. Dann haben wir biologische Veränderungs-Superhelden, aka Spider-Man und die Fantastic Four. Mhm. Dann haben wir Experimentunfall-Helden, aka Hulk und Flash. Ja, Spider-Man oder Fantastic Four? Ja, aber es gibt, finde ich, bei Spider-Man und Hulk einen Unterschied. Also der Flash und
Hulk sind beide Teil des Experiments. Spider-Man ist bloß gerade doof da und wird von der Spinne gebissen. Ja. Also, der hat eigentlich mit dem Experiment nichts zu tun. Dann haben wir außerirdische Herkunft. Silver Surfer, Superman. Und wir haben Magie. Wir dürfen eine wichtige Sache nicht vergessen. Hartes Training. Ja. Ich nenne nur One Punch Man. One Punch Man oder Iron Fist. Würde aber behaupten, dass One Punch Man nicht nur mit seinem Setup, was er da einmal geteased hat, was er gemacht hat, mit seinem 0815 Workout, in Anführungsstrichen, diese Schlagkraft kriegt. Wird je etwas anderes gesagt als das? Bis dato nicht. Siehst du. Ja. Und ja, Sebarius, beim Flash kommt es auf die Origin Story an. Also ja, welcher Flash? Und, Im Chat wird auch gerade Black Widow genannt, Hawkeye. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Superhelden, also was jetzt einen Superhelden vom Helden unterscheidet, aber das ist meine Meinung, ist, wenn man das alles irgendwie auch so in unsere Zeit transferiert. Weil wenn wir jetzt mal so die ganzen Helden aus den Sagen nehmen, ja, oder wenn wir irgendwie im Fantasy-Bereich sind, dann sind das Helden. Das ist ganz normal, dass die das können. Ja, so, aber sobald wir so etwas in unsere Realität transferieren, dann werden es plötzlich Superhelden. Weil sie dann noch außergewöhnlicher sind. Es ist greifbarer, weil wir kennen unsere Realität. In unserer Realität haben wir diese Kräfte nicht. Genau. Und alles, was übernatürlich ist, ist super. Ich habe nur gerade den Chat gelesen. Punisher hat einfach richtig hohen Blutdruck. Sehr schön, Sebarius. Ja, das ist, würde ich keine Medikamente nehmen, würde ich zum Punisher werden. Sehr, sehr schön. Aber tatsächlich, 3P hat recht. Hawkeye und Black Widow sind auch Training-Superhelden. Und Vale hat auch recht mit Kick-Ass. Der ist einfach durch dass ihm Nerv geklemmt ist, spürt er keine Schmerzen mehr. Ja. Ja, das ist auch. Er hatte diesen furchtbaren Ischias-Anfall und wurde dadurch zum Superhelden. Ja, manchmal sind Origin-Stories auch Kacke. Das war das Wort, das mir fehlte. Der Unterschied liegt ja in der Aufgabe, Welt retten müssen, AKH Superheldin. Ich finde, auch Helden müssen ab und zu die Welt retten. Also, du hast auch so Weltrettungsgeschichten mit Heldinnen. Superheldinnen haben wirklich dieses, dieses aus irgendeinem Grund Übermenschliche. Sie sind mit ihren Befähigungen weit, weit, weit über dem Durchschnitt der Menschheit. Wie gesagt, durch einen der Gründe, die ich gerade eben genannt habe. Wir versuchen nicht auf das dünne Brett zu kommen, jetzt darüber zu reden, wer der beste Spider-Man ist. Und, das, ups, Tom Holland, ist doch klar. das wird dann ein sehr, sehr langer Stream. Ich mag noch gerne, ich würde gerne noch eine Riege dazu packen und das sind die Anti-Superhelden. Also Deadpool, Wolverine, Catwoman, Punisher. Das sind eigentlich entweder Helden, die immer so an der Grenze zum Schurken sind, aber sich doch dazu entscheiden, nicht den letzten Schritt zum Schurken zu gehen, oder es sind ehemalige Schurken, die den Weg zum Helden gefunden haben. Wie Catwoman zum Beispiel, die ja am Anfang eine Schurkin war. Wie gesagt, Watchmen ist eine ganze Riege von Anti-Helden. Red Hood, der am Anfang Robin war und dann halt in die Schurkenriege abgestiegen ist und dann wieder zum Red Hood Anti-Helden wurde. Ja. Oder meiner Meinung nach immer die spannendereren. Oder diese Fluiden halt eben, ne? Magneto, zum Beispiel mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Ne? Oder Loki
zum Beispiel. Ne? Ist ja auch so ein Loki, meine absolute Mythenlieblingsgestalt, über die man ganze Stream-Reihen machen kann, nur ja. über Loki. Gibt ja auch ganze Superheldengruppen. Wenn man die X-Force jetzt zum Beispiel sieht, die halt im Geheimen das tun, was die X-Men nicht tun dürfen. Ne? Genau, oder hier Suicide Squad und sowas. Ne? Ja. Suicide Squad sind ja in keiner Hinsicht Helden. Nee. Lobo ist auch ein Anti-Held, auf die Frage im Chat zu antworten. Also ja, Lobo ist definitiv Anti-Held. Weil das Suicide Squad ist einfach nur gezwungen. Punkt. Also diesen Schurken, die durch Zwang ausnahmsweise gerade mal für die richtige Seite arbeiten. Ja. Also, aber nie auf die politisch korrekte Art. Ja. Nee, effizient. Auf bestimmte Art und Weise? Weiß ich nicht, mit der Vernichtung ganzer Städte, die da teilweise passiert, ist Effizienz wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir, sie erreichen irgendwie am Ende das Ziel. Was, nach dem, was wir jetzt herausgearbeitet haben, was Superheldinnen sind, was ist die Herausforderung, wenn man die ins Rollenspiel nimmt? Und ich würde gern mit der Spielerinnensicht anfangen. Und Schnetti, du hast ja gesagt, du bist heute aus der Sicht der Spielenden. Und deswegen gebe ich dir da das Wort. Was ist die Herausforderung beim Superheldinnen-Rollenspiel? Ja, also ich finde, dass es... ja, dass da die Schwierigkeit drin liegt, den Charakter immer noch interessant wirken zu lassen. Ja, so, weil so ein Gutheld oder, ja, ich rette jetzt irgendwie die Welt, Held, ja, ist halt so Plastik, ist so Teflon-mäßig. Ne? So, dass da passiert auch als Spielerin nicht viel, ne? So in einem. Wenn man jemanden spielt, der die alles kann, dann muss man irgendwie einen Weg finden, diese Person für sich interessant zu machen. Und klar, da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Art an, ne? So wie, also was für ein Spiel man zum Beispiel spielt, ob das System das hergibt, dass man in dem Sinne mehr Leben, mehr Charakter, mehr Vorgeschichte dem Charakter geben kann, oder aber ob das komplett systemunabhängig ist und das einfach ein Stil ist von der Spielleitung und von den Spielergruppen. Ich finde das immer super interessant, wenn nämlich die SuperheldInnen irgendetwas dann doch Düsteres an sich haben. Also doch irgendetwas, wo sie nämlich auf diese Kante, also oder auf, ja, wirklich so auf dieser Kante sind mit: Wo drifte ich ab? Wo komme ich dann doch wieder hoch? Oder wenn es zum Beispiel so Situationen sind, wo das SuperheldInnen-Prinzip den Charakteren mächtig Probleme machen kann. Wenn da zum Beispiel die Eltern sind, ja, die im Zimmer irgendwie das Kostüm finden. Ja, so. Und also solche Dinge finde ich dann sehr interessant. Nicht einfach nur: Okay, wir haben hier mächtigen Gegner und wir hauen da jetzt irgendwie mal alle drauf, ne? So die Action-Szenen in so einem Marvel-Film, sondern auch wirklich diese Zwischenszenen. Dann es ist mir komplett egal, ob du Superkräfte hast, du hast Hausarrest! Genau. Ja. Ja, genau. Sehr schön. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, dass man es schafft, die Charaktere interessant bleiben zu lassen bei all dem, was da passiert. Rintaro, hast du da irgendwie einen Tipp, wie machst du das bei deinen Helden? Also grundsätzlich versuche ich immer, also wirklich bei jedem Charakter, versuche ich immer so ein bisschen Vergangenheit mit reinzubringen. Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken. Ja, und das ist bei Superhelden immer noch ein bisschen, also es kommt auch drauf immer, welche Gruppe hast du. Ja, also ich habe bisher nur einmal Spiel geleitet mit wirklich einer übertriebenen Superheldengruppe. Das war auch mit Supers als Motor.
Und dann musst du natürlich aufpassen. Also ich meine, das war ein One-Shot. Ja, das war jetzt nichts Längerfristiges. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, ob ich als Spielleiter auf eine Idee käme, um wirklich eine Kampagne zu machen. Weil es sehr schnell sehr schwierig wird und dasselbe Problem hat, was man irgendwie bei so Marvel-Filmen hat. Dass es halt immer größer, immer stärker, immer abstruser wird, in Anführungsstrichen. Aber dann kann man natürlich auch gerne etwas Übertriebenes in einen One-Shot packen. Und wenn du, um auf deine ursprüngliche Frage eigentlich zurückzukommen. Ich lass dich einfach laufen, das ist völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, wo wir am Ende landen, aber ich weiß es selber nie genau vorher. Manchmal ist es die Reise, um die es geht. Weißt exakt. Charaktere interessant zu machen ist immer, haben sie ein Leben und wozu sagen sie ja, wozu sagen sie nein? Ja. Mhm. Ob du jetzt sagst, so von wegen, okay, ich arbeite jetzt für meinen Charakter auch irgendwelche Lieblingsbands aus, ob es so tief gehen muss, ist wieder eine andere Frage. Aber wichtig ist halt, dass er irgendwie einen Charakter hat und dass du auch Ecken und Kanten mit drin hast und nicht so einen glatt gestriffenen, ich bin Captain America, ich bin Superman, ich bin quasi perfekt und ich mache alles richtig, ist immer schwierig und immer langweilig. Und je mehr Ecken und Kanten, ob du jetzt einen Batman hast oder ganz krassen Deadpool oder sowas, sind eigentlich eher so ein bisschen die spannenderen Charaktere, die halt wirklich irgendwie Scheiße durchgemacht haben und daraus irgendwie ein bisschen stärker oder größer geworden sind. Wird gerade im Chat noch etwas Gutes dazu gesagt. Wichtig ist, dass es nicht so Pseudo-Schwachstellen sind. Ja. Wie ich habe eine Allergie gegen Tiefkühlerbsen. Also wenn ich mit Tiefkühlerbsen beschossen werde, dann dann geht's mir richtig schlecht. Sondern schon möglichst greifbare Dinge. So. Und dann finde ich ja zum Beispiel, es muss ja nicht direkt eine Kampagne werden, aber es kann ja so ein Serienformat werden, so von 6-7 Sessions, ne, die dann auch so abgeschlossen in sich sind, aber erst dann kann man ja so richtig Entwicklung reinbringen in die Charaktere. Das ist korrekt, ja. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel aus Xena, die Kriegerprinzessin. Ich mache den Schmerz jetzt nicht nach. Spätestens jetzt wäre ich neugierig, aber die ja eigentlich sehr, sehr straightforward ist. Aber die interessantesten Folgen von Xena sind die, wenn sie gerade irgendwie in ein Dorf kommt, was mal wieder von Ares irgendwie, jede Folge ist ja eigentlich gleich, so, was von Ares bedroht wird. Und dann wird ihre Freundin entführt. Von jemand ganz anderem. Also gar nicht von Ares und seinen Schergen, sondern von jemand ganz anderem. Und dann kommt Xena in diese moralische Bedrängnis, was sie tut. Und auch Xena wird nur dadurch spannend, dass sie diese Schwäche für Gabrielle hat. Ja, und auch für Joxa. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber dadurch wird Xena interessant. Ansonsten wäre sie einfach bloß irgendeine Kriegerin, die allen aufs Maul haut. Ja. Generell machen Helden ihre Schwächen in Anführungsstrichen spannend. Und davon rede ich nicht von Kryptonit, sondern tatsächlich die menschlichen Schwächen, die Helden einfach greifbarer und nahbarer nennen und ein bisschen nachvollziehbar. Ich hab jetzt bei unserem Vorgespräch tatsächlich Jens Lieblingsheld kennengelernt. Das ist aber wahrscheinlich ein Fass, das wir mal anders aufmachen. Nee, mach ruhig. Mach ruhig. Ja? Also, es ist Thanos ist nicht mein Lieblingsheld, aber Thanos ist zumindest meiner Meinung nach mehr Held als Schurke. Der Film Thanos, wir reden über den Film Thanos. Wir reden über den Film Thanos, ganz, ganz richtig. Und Film Thanos ist mehr Held als Schurke. Es mag sein, dass er da als Schurke dient, aber wenn man sich das nach den Regeln der Heldenreise anschaut, um hier mal wieder das ganz große Fass aufzumachen. Genau. Wenn es bei YouTube machst, klicken Sie bitte da. Ja. hat Thanos exakt diese Heldenreise hinter sich. Aber ist egal. Das ist, ich setze mich damit nicht durch. Team Thanos! Also ich muss sagen, du hast mich ins Schwanken gebracht. Ja. In der Argumente,
Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Man muss dazu sagen, dass das in der Vorbesprechung noch etwas länger ging. Ja, ja, deutlich länger. Deutlich länger. Gehen wir mal in die Spielleiterperspektive, weil Rintaro, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angetriggert, dass du dir nicht vorstellen kannst, das länger zu leiten. Magst du noch mal kurz sagen, warum nicht? Vielleicht einfach mein Vorstellungsvermögen. Ich habe keine Lust auf Multiverse. Ich bin auch jemand, der macht sich irgendwie gerne hin und wieder schon mal Notizen oder sowas. Und wenn man so mit Multiverse und mit anderen Galaxien und zigtausend Planeten anfängt, dass da irgendwas rumgeswitcht wird oder sowas, dann blicke ich durch meine... Und so das perfekte Gedächtnis habe ich jetzt auch nicht. Also es wird einfach dann irgendwann zu schwierig. Ich bin dann eher derjenige, der so ein bisschen bodenständiger gemacht hat, ja. Ich habe einfach, wo ich Supers geleitet habe, haben wir eher bodenständige Charaktere genommen, auch Leute, die von Kugeln verletzt werden können. Also jetzt nicht die krassen Superhelden. Und da konnte man sich so ein bisschen durch ein Abenteuer prügeln, in Anführungsstrichen. Ja, wie gesagt, es wäre mir auf Dauer, also wenn du wirklich was längerfristiges, kampagnentechnisches machen würdest, glaube ich, wäre mir persönlich für meinen Geschmack zu abgedreht. Normie, wie kann man es trotzdem machen? Also das geht. Ich würde jetzt diesen Scope gar nicht so negativ damit reinwerfen, weil ich glaube, auch wenn die Dinge einfach eskalieren oder die Ebene und die Tragweite größer wird. Solange du an bestimmten Bausteinen festhältst, kann man den Rest immer noch wunderbar drum schreiben. Also wichtig ist ja immer, dass es immer irgendetwas gibt, was auf dem Spiel stehen muss, also was einen auch in den Entscheidungen oder in der Lösung stark beeinflusst. Die Helden oder Superhelden und Innen sollten immer, was vorhin ja schon gesagt worden ist, diesen Bezug zur Menschlichkeit auch zeigen. Und der sollte halt auch regelmäßig ins Spiel kommen, egal ob es eine Göttlichkeit oder sonst irgendwas ist. Ne, die verwundbaren Punkte bleiben. Und wie man es jetzt, das hängt ja auch immer ganz, ganz stark davon ab, ne, in welche Systeme es jetzt gehen würde. Aber aus einer naiven Perspektive und meiner reinen Erfahrung schreiben sich die Aufhänger absolut identisch, weil man einfach mit den Helden und Heldinnen zusammen wächst in der Spielegruppe. Das heißt, die formen sich, die bauen mehr Facetten auf, die bauen immer mehr verwundbare Punkte auf. Es kristallisiert sich auch einfach mehr raus, was ihre Ziele sind und ihre Motivationen sind. Und sie finden einfach zu sich selbst. Und das ist eine schöne Reise, sowohl für die Spielleitung als auch für die Spielenden, zu sehen, wie eben dieses Leben sich einhaucht und wie die Spielenden mit größeren Herausforderungen oder größeren Herausforderungen ist immer so eine Sache, aber einfach, wenn mehr auf dem Spiel steht als vorher. Ob man das jetzt ewig machen kann, sei dahingestellt. Aber ich glaube, diese Frage stellt sich generell so beim Rollenspiel, bei langen Kampagnen. Also, in welchem Rollenspiel kann man eine Kampagne schon ewig ziehen? Ja. Irgendwann hast du immer ein Problem. Ja, genau. Jocke, aber du wolltest noch was erinnern. Ja, ich würde da nämlich gerne einfach mal analysieren, wie sieht es denn in den Comics oder in den Filmen aus? Du hast halt verschiedene Level an Superhelden, die auch verschiedene Sachen beschützen, was auf dem Spiel steht. Wir fangen mal mit Daredevil an. Der kümmert sich um Hell's Kitchen. Das ist ein Stadtteil. Gehen wir zu Spider-Man, der kümmert sich um New York. Das ist eine Stadt. Gehen wir mal zu den X-Men, die kümmern sich um die Mutanten. Das ist eine komplette Bevölkerungsgruppe. Dann hast du die Guardians of the Galaxy. Der Name sagt ja eigentlich schon alles. Na, also je nachdem, was du in der Session Zero in der Gruppe festlegst, wie dieser Spielstil sein soll, was auf dem Spiel stehen soll, was es gilt zu beschützen, darauf kannst du aufbauen.
Und du musst halt gucken, dass du dieses Level nicht zur Extremen überschreitest. Das haben sie in vielen Comics leider mal gemacht, dass er halt die Avengers, die sich am Anfang für Amerika eingesetzt haben, dann für die Welt eingesetzt haben, dann fürs Universum eingesetzt haben und dann irgendwann fürs Multiversum eingesetzt haben. Was soll denn da noch irgendwann kommen? Ja. Da kommt ja nichts mehr. Deswegen, du musst, wenn du sowas machst, musst du ganz klar wissen, fang klein an, bleib lange auf einer kleinen Ebene. Das lässt sich lange rausziehen. Ich meine, guck dir Daredevil an. Bis der mal mit Kingpin zurande kommt, hat er es noch mit massig anderen Schurken zu tun, die alle unter Kingpins Fuchtel stehen. Und dann wird das Ganze größer und größer und größer und dann ist plötzlich nicht nur Hell's Kitchen in Gefahr, sondern ganz New York und dann muss er dann mit Spider-Man zusammenarbeiten oder die Defenders auf den Plan rufen. Die cooleren Avengers. Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich, ja. Also, ja, wir könnten auch die West Coast Avengers nehmen. Also. Oh mein Gott. Also, es ist schon wichtig, dass du ein Level in der Session Zero festlegst, ja, das die Basis bildet, die du zwar leicht überschreiten kannst, dass du mal sagen kannst, okay, wir gehen von einem Stadtviertel zu einer Stadt über. Und dann gehen wir vielleicht mal zu einem Bundesstaat. Aber dann ist auch Schluss. Sobald es an die Rettung von der USA oder von der Welt geht, da musst du mit ganz anderen Kalibern kommen. Dann hast du da deinen Superman. Dann hast du ganz andere Charaktere, die du da brauchst. Mhm. Und das ist halt, wenn du Hawkeye bei den Guardians of the Galaxy siehst, er fühlt sich immer fehl am Platz an. Was macht er bitte mit dem Bogen im All? Ja. Er fühlt sich nicht nur so, er ist fehl am Platz an dieser Stelle. Der gehört da einfach nicht hin. Ja, und ich finde ihn übrigens sehr geil in der Serie Hawkeye, wo er einfach die Knie kaputt hat und nicht mehr hören kann wegen der ganzen Explosion, die es die ganze Zeit bei den Adventuren rund um ihn gegeben hat und er deswegen die Ohren kaputt hat. Geiler Scheiß. Ja. Und deswegen das, was Schnetti vorhin schon gesagt hat, also jetzt habe ich gerade, glaube ich, den Faden verloren. Ich wollte darauf hinaus, was Schnetti gesagt hat. Es kann auch was ganz Kleines sein. Ja, es kann was ganz Kleines sein und das dann episodenhaft halt wirklich. Genau. Genau, du hast in der ersten Episode mit den ersten 6 Sessions hast du es nicht mit dem Kingpin zu tun, da hast du es mit Hammerhead zu tun oder einem anderen C-Klasse Gangster, der auf der Straße ist. Tatsächlich, und wenn du mit dem Kingpin rum bist, dann hast du den Purple Man auf der Straße stehen, der ein bisschen krasser ist als der Kingpin. Also tatsächlich ist ein interessanter Punkt, der ja ganz oft im Rollenspiel vorkommt, das Thema der Progression. Ja. Mhm. Und wenn du schon anfängst mit Helden, die mega, mega, mega Superhelden sind, wo sollen sie dann hin? Ich hätte da einen Tipp für. Progression sollte man nicht immer denken in mächtiger werden, sondern in Charakterentwicklung. Mhm. Ja. Also der Charakter entwickelt sich und schreitet vor. Und egal, wie mächtig Superman ist, jedes Mal, wenn er irgendeinen Menschen kennenlernt, der ihm sehr nahe steht, wird er schwächer dadurch. Ja. Ja. Weil nicht er, sondern das, was er liebt und damit eher emotional angreifbar wird. Ja. Seine Eltern sind der Punkt, seine Freundin ist der Punkt, die Leute, mit denen er arbeitet, sind der Punkt. All das. Also könnte man Progression im Superhelden-Rollenspiel durchaus als eine Abwärtsprogression sehen. Also die Helden werden im Verlauf der Story immer angreifbarer. Ja, genau. Richtig. Weil sie haben irgendwann eine Basis und ein Haus, in dem sie sind. Sie haben Dinge und Leute, die ihnen was bedeuten. Ja, bestes Beispiel Spider-Man.
sobald die Leute gewusst haben, dass es Peter Parker ist, war Mary Jane in Gefahr, es war Tante May in Gefahr. Mhm. Haben sie plötzlich alle rote T-Shirts gehabt. Schlechte Idee. Ja, ja. Wurden alle in seiner Nähe zu Red Shirts. Und ich glaube, wenn man Progression so denkt, dann kann das sehr, sehr spannend sein, weil du bekommst zwar emotionalen Rückhalt, es kann sein, dass deine Superheldenfertigkeiten ausgebaut werden, dass du jetzt nicht nur den Röntgenblick hast, sondern auch fliegen kannst. Was hilft dir das alles, wenn gerade irgendwo in der Nähe der Superschurke deine Freunde gefangen hält und du nicht weißt, wo die sind und ihnen nicht helfen kannst? Und da kommen wir halt zu dem Punkt Schwächen, und ich glaube, da kann man ganze Riesenkampagnen so aufziehen. Ja. Ja. Ohne megaloman werden zu müssen. Es muss ja zum Beispiel auch nicht jede Folge irgendwie jetzt zum Beispiel einen Kampf stattfinden. Ne? Also ich meine, man kann das ja auch sehr gut mit einer D&D-Runde im Grunde vergleichen. Ja? So. Und da kommt es ja auch immer so drauf an, wie sind die Spieler drauf, was wollen die Spieler eigentlich machen. Ja? So, wenn es darum geht, dem fetten Möb ne, eins auf den Kopf zu geben, okay, ne, dann macht man halt dementsprechend einen One-Shot. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte viel mehr Charakterspiel machen, ne, so, oder die Gruppe ist da sich einig und d'accord, dann gibt es ja auch, gerade in Serien, gibt es so viele Folgen, wo es wirklich nur um die Nuancen geht, um den Hintergrund geht, um Gespräche geht, um die Geschichte ganz langsam oder beziehungsweise so Seitenfäden zu knüpfen. Ja, so bevor dann wieder mal eine Folge kommt, wo der eigentliche Plot gezeigt wird. Und das kann man auch im Rollenspiel sehr, sehr gut machen. Darf ich da ein Beispiel für geben? Ja, natürlich. Und ich greife mal nach hinten. Meine Lieblings-Comic-Reihe Civil War von Marvel. Weil du auch gerade schön gesagt hast, man muss ja keine Kämpfe haben. Das finde ich auch korrekt, weil wir spielen in der Neuzeit, es gibt Nachrichten. Mhm. In Civil War war es so, dass eine junge Superheldengruppe sehr sozial in den Medien vertreten war. Eine Gruppe Superschurken verfolgt hat, unter anderem Nitro, der sich vor einer Schule in die Luft gesprengt hat. Das ist seine Superkraft. Der hat die fast alle der Superheldengruppe, die ihn verfolgt hat, ausgelöscht und die Schule mit den Kindern. Daraufhin hat dieser Superheldenregistrierungsakt eine Rolle gespielt. Rintaro hat nichts zu trinken da, oder was? Und somit... Weißt du? Womit startest du einen sozialen Plot, ohne selbst in Kämpfe einzutreten? Weil dann wird es wirklich die Frage, okay, was dürfen Superhelden, was dürfen Superhelden nicht? Wie muss man das handeln und so weiter? Genau. Also es gibt gute Vorlagen, die man sich aus zig 1000 Comics raussuchen kann. Beste Inspirationsquelle. Ja, tatsächlich der Kern der Geschichte, Comics. Rintaro, was sagst du? Klar, wenn man das... ich habe zum Beispiel eine Vampire-Runde, die ich... Danke, dass du Vampire sagst, weil das ist ein Superhelden-Rollenspiel. Hatten wir eben auch schon, deswegen habe ich gedacht, dann kann ich das mal mit reinpacken. Und da habe ich eine liebe Mitspielerin, der habe ich gesagt, so von wegen, hey Leute, wir haben Charaktere gebaut, und ich habe gesagt, wenn ihr irgendwas habt, ja, wenn ihr euch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ihr euch einen Stammbaum machen wollt, wenn ihr mir sagen wollt, da und da wohne ich oder das so, das Auto fahre ich oder das sind meine Eltern, das ist mein Bruder, das sind meine Freunde. Ja, wenn ihr Ideen habt für eure Charaktere, die ich anspielen kann, ja, schickt sie mir. Und besagte liebe Freundin, ist etwas eskaliert. Ja. Ja. Und, aber je mehr Input ich habe, weil in derselben Runde habe ich ebenfalls einen Kollege, der hat halt seinen Charakter, der hat eine Bezugsperson und halt so eine grobe Hintergrundgeschichte. Die Eltern, die sind aber irgendwo anders und die sind nicht wirklich greifbar. So, ja. Bei dem habe ich wenig.
Das ist also die klassische Schurken-Hintergrundgeschichte. Die Eltern sind beide gestorben, sehr tragisch. Mhm. Als Waise auf der Straße groß geworden. Kurz bevor das Abenteuer anfängt, alle Freunde gestorben. So, und jetzt ist er da ganz allein, ohne also Bindung. Seine Eltern leben immerhin noch, aber halt in Kanada und nicht da, wo wir spielen. So, schade. kann man irgendwann mal vielleicht einfliegen oder sowas, ist aber eher unwahrscheinlich. So. Einfach in Kanada entführen lassen. Genau. Besagte Freundin hat halt ein komplettes Leben in einer Stadt. Das sind meine Arbeitskollegen. Das ist meine Arbeit. Mhm. Das ist mein Bruder, der hat die und die Freunde, der arbeitet da und da. Das ist seine Freundin. Die sind kurz vor der Verlobung. Die machen das und das. Das sind meine Besties. Ja? Und je mehr Input du von einem Spieler kriegst als Spielleitung über einen Charakter, was natürlich bei einem One-Shot ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, keine Frage. Aber umso mehr kannst du damit auch machen und desto lebendiger wird ein Charakter und desto Angreifer wird auch wieder ein Superheld, weil du hast eben schon gesagt, Superman, ne? Und wenn ich plötzlich einen Superman-Charakter kriege von einem Spieler und der sagt, ja, okay, aber das ist meine komplette Familie, das sind meine besten Freunde, das sind meine Leute, denen alle ganz schlimme Sachen passieren können und die ich alle zur gleichen Zeit am besten noch retten muss und man sich dann hinterher irgendwie vor Entscheidungen trifft, die man nie treffen möchte, dann wird es natürlich auch wieder spannend. Und dann könnte man natürlich auf die Art und Weise natürlich auch durchaus eine schöne Geschichte erzählen. Definitiv. Das ist ja, das ist ja am Ende der Trick, weil auch, wie gerade jemand schrieb, D&D ist am Ende, so ab einer bestimmten Stufe, ein Superheldenrollenspiel. Mhm. Vampire ist ein Superheldenrollenspiel. Ich meine, du hast übermenschlichste Fähigkeiten, die außer Vampiren und anderen Monstern ist nichts da draußen eine Herausforderung für dich. Aber es ist ja am Ende ein soziales Spiel, worum es geht. So, das ist das Ding. Ich finde, es ist schon wichtig, in Superheldenrollenspielen auch seine Fähigkeiten zeigen zu können. Also so dieses nur sozial spielen würde mir nicht gefallen, weil man spielt ja ein Superhelden-Rollenspiel, weil man da coole Fähigkeiten hat und sich als Superheld fühlen sollte, wenn man einen spielt. Das heißt, man sollte als Spielleiter, als spielleitende Person vielmehr, seinen SpielerInnen die Möglichkeit geben, eben diese Fähigkeiten zu benutzen. Also immer mit Kryptonit um sich schmeißen, ist Kacke. Ja, ja. So, ja. Also genau. dann, ja, ich habe die und die Superheldenfähigkeit, aber das ist meine Schwäche. Und die kommt immer vor. Mhm. Und man spielt immer am Ende einen ganz normalen Menschen, weil einem die Fertigkeiten genommen werden. Was ich halt auch immer ganz gerne mache, ist Charaktere oder meine Spieler pushen oder sie so ein bisschen in Sicherheit wiegen und erstmal so ein bisschen Leute gegenschwappen, die halt so von wegen, ach, oh mein Gott, ein Kampf, oh mein Gott, was müssen wir jetzt machen? Ach, der war jetzt leicht, ach, das ist ja kein Thema. Und dann noch eine, ach, das ist ja, ach, wir sind ja übermächtig, das ist ja toll. Und dann plötzlich kommt was Interessantes und dann kommt man so ein bisschen ins Schwaggeln. Und das finde ich dann immer, immer wieder spannend, wie Leute dann reagieren. Ja, der Superkampfroboter ist nicht immer das härteste Ziel, ne? Nee, das war eine super Session. Also der Superkampfroboter war toll, aber wir haben den relativ schnell gelegt. Mhm. Der komische Pharao, der sich von Superheldenfähigkeiten ernährt hat, der war schlimm. Irgendwas ist halt immer. Irgendwas, aber da kommen ja jetzt auch direkt wieder diese Fähigkeiten, ne, als guter Plotaufhänger und dann auch noch gegen die Helden gerichtet, ne, wenn er sich da auch spannender Plot, ja, und zwar, der thematischer super passt. Ein Charakter dabei, der keine Kräfte hatte. Auch sehr welche, cool. Welche Spiele gibt's denn da draußen, wenn man Superhelden spielen will? Vielleicht jeder nimmt sich eins. Ich sag mal, das Einzige, was ich jetzt momentan kenne, ja, weil ich weiß, die anderen kennen mindestens ein anderes, ich sag Supers. Das habt ihr ja auch gespielt, habt ihr eben auch von gesprochen. Was macht Supers aus? Super. was ich bei Super super fand, ich gehe da jetzt auch nicht von weg, ist halt, sie haben wirklich aufgeschlüsselt das, was wir im Prinzip jetzt auch schon machen. Du kannst dir Charaktere komplett selber erwürfeln
ohne das Regelwerk vorher groß gelesen zu haben. Das heißt, du kannst relativ schnell starten. Du kannst dir schnell Charaktere zusammenwürfeln. Da waren auch schöne Diskussionen. Also die Erstellung selber ist so ein kleines Happening, weil man dann auch was würfelt und denkt dann, was? Super, ich kann super schnell laufen und super schnell schwimmen. Und was mache ich jetzt damit? Ja, okay, klar, du hast Flash oder sowas, ja. Und das ist alles kein Thema, aber weiß ich nicht. Ich bin super stark und kann leuchten und bin aber dauerhaft unsichtbar oder was weiß ich nicht, ja. Also da kommen schöne Variationen bei raus. Klar, ist halt ein Random-Ding. Auch die Ursprungsgeschichte, die wir gesprochen haben, bist du jetzt irgendwie ein Alien, bist du ein Techie, bist du ein bist jetzt irgendwie durch irgendeinen Unfall zu dem geworden, was du bist. Und das fand ich halt auch direkt sehr charmant, weil ich mich nicht erst groß in das Regelwerk reinlesen musste. Man sagt halt einfach, okay, gut, du kriegst halt so und so viel Würfel für die und die Fähigkeiten und damit würfelst du und je höher die Zahl, desto besser. So. Ja. Das fand ich halt charmant und das fand ich halt auch gut und kommt ja auch lustige Sachen bei raus. Könnt ihr bei Lurch und Lama nachgucken. Eine sehr schöne Supers-Runde, die ich tatsächlich auch geguckt habe. Ja, es ist relativ einsteigerfreudig, selbst für einen Lesefaulen wie mich. Und fand es dadurch gut. Aber bisher mehr als eine Runde habe ich bisher noch nicht gespielt, tatsächlich. Noch. Wer möchte weitermachen? Magst du? Ja, gerne. Also bei uns, ich würde uns einfach beide, glaube ich, da in den Raum werfen. Ja. Also bei uns ist es Mars. Ne? Da haben wir eine Mini-Kampagne gespielt. Also ich habe geleitet, ne? Schnetti hat mitgespielt. Und ne, so klassisch an einer Superhelden-Akademie, so ein bisschen X-Men mit Aliens und Magie und hast du nicht gesehen. Und Mars ist eigentlich ein sehr schönes System, wenn man Teenager als Superhelden-Thema mag. Also nur so diese Helden, die eben noch nicht so richtig zu sich gefunden haben und auch geformt werden durch ihre, ne, die äußeren Einflüsse, die ihnen vielleicht vorgeben, wie sie zu sein haben und sich da noch beeinflussen lassen, ne, bis sie halt ihre eigene Identität finden. Es spielt halt eben auch damit, dass es vorher schon mehrere Generationen von Superhelden gab, ne? Also so eine goldene Generation und die silbernen, und man hat dann auch immer so diese Erfahrungshaltung, ja, es waren halt eben die davor, ne? Und die haben das alles erbaut, und das ist sehr Story, also sehr erzählerisch angesiedelt, das ist ein Powered by the Apocalypse-System, und da geht es auch weniger um dieses, ja, die ganze Zeit auf die Umme hauen, wie bei manchen Superhelden-Themen. Es gibt noch nicht mal wirkliche Schadenswerte, sondern einfach Zustände und Ängste, die Figuren dann erleiden. Und man kann das in sehr, sehr viele Richtungen spielen. Also von der Teenage-Gruppe, die vielleicht Planetenhopping macht und irgendwelche Missionen hat, oder die kleine Gruppe, die halt all ihren Straßenblock hat, ne, und versucht, den zu schützen. Und ja, das ist so unser Tuco-System. Dann bist du jetzt dran, Jocke. Dann greife ich mal in die ganz alte Trickkiste und hole die Aeon Trinity-Reihe mal raus. Adventure, Aberrant, Trinity. Die gibt es mittlerweile in einer Neuauflage. Allerdings weiß ich nicht, ob die Bücher in Deutschland irgendwo zu bekommen sind. Die PDFs kriegt man bei Drive-Thru und so weiter und so fort. Adventure steht hier auch gerade hinter mir. Die alten Reihen waren mit dem Storyteller-System, wo wir es gerade von Vampire hatten. Und das Adventure geht auf die Pulp-Helden ein, also tatsächlich eher sowas wie Doc Samson, Flash, Phantom und sowas, Shadow. Shadow? Der Shadow. Entschuldigung, der musste sein. Aberrant ist das, was wir als klassische Superhelden-Stories halt kennen. Ist ein bisschen düsterer und geht mehr in die Richtung von The Boys. Da geht es halt auch um Superkonzerne. Deine Superpersona ist eine Marke. Da musst du auch aufpassen, was für einen Namen du dem Charakter, also dem Superhelden gibst und so weiter.
Sehr spannend vom Setting her. Und Trinity spielt halt in der Zukunft und da sind dann halt richtig die Psioniker und so Zeugs am Start. Aber das Aberrant ist so das, womit wir seinerzeit sehr viel gespielt haben. Und auch viel Spaß hatten damit. Und ich denke, das kennen in Deutschland eher die wenigsten. Deswegen wollte ich das mal in den Ring werfen. Klingt ziemlich gut. Dann werfe ich auch ein eher untypisches Superhelden-Rollenspiel rein, weil nur ein Teil dieses Rollenspiels Superhelden ist, nämlich Torg. Und zwar Torg Nile Empire, wo du die ganzen klassischen Maske-tragenden Helden spielst. Also diese übergroßen Pulp-Figuren. Und spielt sich extrem gut, macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann total verrückte Dinge tun. Und das mag ich ja, wenn ein Rollenspiel es dir möglich macht, mit deinem Charakter Dinge zu tun, die du dir so nicht vorgestellt hast. Und dafür ist Torg einfach brillant. Und ich mag es, weil es einen Teil betont, der zumindest bei den modernen Superhelden, wie wir sie heute kennen, sehr wichtig ist, nämlich den Gruppeneffekt. Also wenn man zu den ganz frühen Superhelden geht, gab es da einen. So, und der kämpft gegen den Rest der Welt als Individuum, wie Superman zum Beispiel. Der ist ja sehr, sehr lange alleine, ehe Leute dazukommen. Bei den Modernen ist es anders. Da hast du immer diese Superhelden-Teams und genau das unterstützt ein Spiel wie Torg, weil du erst dann bei Torg richtig gut funktionierst, wenn du in dem Kampf quasi alle Kräfte auf einen der Charaktere vereinst und der macht am Ende den harten Abschluss-Move. Was sehr krass werden kann, wenn er scheiße würfelt, weil man dann alle Kräfte verblasen hat in dieser Aktion. Das ist das Schöne bei Nile Empire, die Helden können nicht sterben. Steht auch so in den Regeln. Mhm. Also die werden dann vom bösen Kartell entführt oder sowas. Also von Dr. Möbius und seinen Schergen. Allein, dass es Dr. Möbius gibt. Ja, also Entschuldigung bitte. Ist kein besserer Schurkenname als der. Und natürlich, wie es gerade im Chat steht, größter Superheld aller Zeiten, SpongeBob, ja, weil er unter Wasser grillen kann. Ja. das können die wenigsten. Tornado wirft noch Argon mit in den Ring. Ja, natürlich. Auch ein Superheldenspiel, zumindest kann es das sein. Mhm. Ja. Sagt mir gar nichts, um ehrlich zu sein. Argon ist eine relativ neue Übersetzung von System Matters und du spielst griechische Helden. Mhm. Also die klassischen griechischen, also du spielst nicht Herkules, sondern Leute wie Herkules oder so. Also du spielst quasi Götterkinder oder irgendwie sowas. Halbgötter, genau. Ja. Ja, ich glaube, dann habe ich das zumindest schon mal irgendwie gesehen. Wir hatten ein Let's Play auf unserem Kanal dazu mit Franigo als Spielleiter. Dann habe ich das vielleicht da gesehen. Zumindest kam mir gerade die Aussage bekannt vor, ja. Und Honeyball hat auch mitgespielt und so. Es war ein sehr schönes Let's Play. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sollen wir mal über den Elefanten im Raum reden? Oh, mach mal, hau mal raus. Ist City of Mist ein Superhelden-Rollenspiel oder ist City of Mist kein Superhelden-Rollenspiel? Ich möchte die Frage umformulieren. Mach mal. Will City of Mist ein Superhelden-Rollenspiel sein oder nicht? Nein. Punkt. Also natürlich kannst du aus City of Mist kannst du ein Superhelden-Rollenspiel machen. Kannst du. Problemlos. Ja. Bietet dieses Spiel an. Nur ist das nicht das, worum es geht. Es geht ja so eher um den inneren Kampf und die innere Findung. Es geht darum, mit seinem, wie heißt es, Mythos? Mhm.
Genau, Mythoi oder Mythos. Genau, mit seinem Mythos klarzukommen, den auf die Kräfte des Mythoi zurückzugreifen, ohne völlig das eigene Ich zu verlieren. Und es ist eher so ein klassisches Noir-Krimi-Ding, finde ich. Das ist Krimi-Noir mit vereinzelten Superheldenfähigkeiten. Ja, wobei wir da ja auch den... Jones. Genau, ja. Nein, Entschuldigung. Nee, wir hatten den gleichen Gedanken. Ja, Jennifer Jones. Ist Jennifer Jones eine Superheldin? Jessica. Jessica. Auf jeden Fall. Jessica. Ja, ist sie. Meiner Meinung nach ist sie eine. Ja. Sie hat super Fähigkeiten. Ja. Sie geht eigenes Risiko ein und sie kämpft, wenn auch zum Teil wider Willen, aber sie kämpft für das Higher Purpose. Ja. Also auch wenn sie keinen Bock drauf hat. Mhm. Sie kämpft ja eher, weil das Böse sie nervt und nicht, weil sie es zwangläufig vernichten will. Ja, das stimmt. Sie ist der Teenager unter den Superheldinnen. Ja. Und immer den Weg in ihre Wohnung findet, warum auch immer. Ne? Immer, so. Immer, ganz wichtig. Ja. Also ihre Superkraft, betrunken den Weg in die Wohnung. Genau. Die Frage ist, hätte sie Superheldenfähigkeiten, wenn sie sich nicht besaufen würde? Vielleicht sind die gekoppelt. Ja. Man wird es nie rausfinden, weil es eine nüchterne Jones gar nicht gibt. Oder sind wir man lieber nicht Jones. Begegnen möchte. Ja, sind wir beim anderen Jones, Indiana. Oh ja. Superheld? Halbheld. Nein. Halbheld, genau. Ja. Indiana Jones würde eher zu Nile Empire passen. Da ist er perfekt. Schön. Ich glaube, wir haben es weitestgehend abgedeckt, oder? Haben wir noch was zu... Fehlt irgendwas? Vielleicht fällt im Chat ja noch eine. Genau, hat der Chat noch irgendwelche Fragen? Nein, Indy ist nicht immer perfekt. Well, und das ist das Schöne an ihm. Ja. Ja. Genau das ist ein perfekter Indy, wäre arschlangweilig. Ja. Nein, Indiana Jones ist kein Superheld. Indiana Jones ist ein Held. Und selbst das, boah, kann man sich drüber streiten. Mhm. Aber, Hat der Chat Fragen? Gut, ich glaube, Indiana Jones selber ist kein Held. Er macht teilweise nur Heldenhaftes. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Und oft das ist ein durch guter Zufall. Punkt, ja. Helden sind tote Abenteurer. Ja, das ist richtig. Helden sind tote Abenteurer. Darkwing Duck ist ein Superheld. Phantomia. Ja, durch Gadgets. Ist eigentlich der Batman von Entenhausen. Ja. Nur nicht von, reich. Von Erpelsburg. Von Erpelsburg, genau. Ja. Aber er ist nicht reich. Es wird nie erklärt, warum er seine Gadgets hat. Und woher. Er hat sie einfach. Travidian, das stimmt. Manche Helden wandern aber auch nah an der Grenze zum Bösewicht. Hatten wir schon mehrere Beispiele heute für. Der Punisher. Der Punisher ist der Klassiker dafür. Ja. Deadpool. Die Wobei, komplette ich finde X-Force. Deadpool eigentlich nicht. Deadpool ist halt Nihilist, also dem ist alles scheißegal. Nee, dem ist ja nicht alles scheißegal. Aber macht Deadpool Schurkendinge? Ja, Deadpool ist der Merc with a Mouth, also der Söldner mit der großen Klappe. Der lässt sich bezahlen. Und wenn die Schurken ihn bezahlen, macht er auch Schurkendinge. Der hat schon... Und ganz viele Kollateralschaden. Und in regelmäßigen Abständen killt er halt eben das ganze Marvel-Universum. Ja. Aber, naja. Da kommt eine Frage. Ist Peacemaker ein Bösewicht oder ein Held? Oh, Bösewicht. Ja, es ist Ansichtssache. Würde das ist jetzt wieder die Thanos-Geschichte. Ne? Peacemaker kommt dann jetzt Richtung Thanos. Das ist wieder die Thanos-Geschichte. Ja, Thanos ist kein Schurke. Aber Batman ist auch nicht immer der Held. Nein, Batman ist ein Anti-Held eigentlich. Ja. Genau, Batman ist ja auch einer, der durchaus einen dünnen Grat wandelt. Ne? Und er kommt niemals auf die Idee, dass wenn er sein Vermögen
dass er in Gadgets investiert, stattdessen in funktionierendes Sozialsystem stecken würde, die ganzen Probleme nicht passieren würden. Auf die Idee kommt Batman nicht, weil ja, da City müsste mal er sein Reichtum aufgeben. Und das geht nun wirklich zu weit. Hallo, da wären das wir einzige beim Egoismus der Superhelden. Ja. Den Egoismus wollten wir nämlich nur ansprechen. Oh. Ja, stimmt. Die meisten Superhelden sind nämlich gar nicht so furchtbar altruistisch. Ja. Sondern haben fast immer egoistische Gründe. Absolut. Zählen wir es auf, fangen wir mit Batman an. Rache. Ja. Der Klassiker. Batman hat die klassische egoistische Motivation. Er will die hinter dem Tod seiner Eltern stecken, umbringen. Ja. Er will sie auch nicht zur Rechenschaft ziehen, er will sie töten. Ich glaube, das ist auch der Klassiker für den Anti-Helden, oder? Einfach. Nicht, es müssen nicht immer zwangsläufig die Eltern erschossen werden. Nein, aber, Rache an sich meine ich. Aber Rache ist so ein Ding. Genau, ja, Punisher ja auch. Ja, wobei, ist bei Punisher Rache am Anfang schon. Am Anfang, ja. Er macht nur irgendwie dann weiter. Ja, jeden Verbrecher. Also ja, stimmt. Oder dann so ein paar und will alle Verbrecher auslöschen. Oftmals ja. Kommt da kommt eben dieses moralische Dilemma, wer ist ein Verbrecher und wer nicht, und wer gehört bestraft und wer nicht. Und der Punisher entscheidet das dann. Richtig. Der ist eigentlich wie so ein Judge Dredd. Ja, auch sehr schön. So. Der Punisher ist eigentlich ein Judge. Ja. Thanos, ich kann gerne drauf eingehen. danke für diesen Hinweis vom Chat. Verdammt. Die ganze Endgame-Story ist keine Avengers-Story, sondern eine Thanos-Geschichte. Es geht um ihn, um seinen Leidensweg, um seine Origins-Geschichte. Warum ist er? Was macht er? Und man erkennt meiner Meinung nach, dass er kein Superschurke ist. Daran, dass nachdem er das gemacht hat, sich hinsetzt und sagt, so, jetzt werde ich Bauer. Hm. Es geht ihm nicht, er hat keine niederen Beweggründe. Und für den Bösewicht gehören immer niedere Beweggründe dazu. Hm. Die wollen Geld, die wollen Macht, die wollen die Menschheit vernichten, warum auch immer. Aber sie haben immer niedere Beweggründe dahinter und die fehlen bei Thanos komplett. Hm. Er will ja auch nicht einen bestimmten umbringen, bis die Avengers ihm in den Vorgarten pissen. Bis dahin ist ihm das total egal. Erst dann will er gezielt Leute töten. Vorher kompletter Zufall. Er mag ein Anti-Held sein, aber er ist ein Held. Ein Wesen mit übermächtigen Fähigkeiten, das kämpft, um das Universum zu retten. Ja, oftmals macht halt auch einfach die Anzahl, ne? Ich meine, wenn du jetzt ein Haus das einstürzt oder so und du rettest, weiß ich nicht, du hast da eine kleine Familie und musst dich entscheiden, irgendwie machst du das Kind oder den alten Mann und du rettest halt eher das Kind und nicht den alten Mann, giltst du hinterher trotzdem irgendwo noch als Held. Ja, weil immerhin hast du das Kind und du hast so viel getan, wie du konntest. Und bei Thanos sind es halt ein bisschen mehr als nur ein alter Mann, sondern einfach random mal so die halbe Galaxie und komplett unabhängig davon, ob jung, alt, krank, gesund oder sonst irgendwas in der Richtung. Davon ist es völlig unabhängig, deswegen macht es ihn meiner Meinung nach sogar noch mehr zum Helden. Und weil er nicht bewusst selektiert, weil er absichtlich sagt, ich entscheide nicht darüber, welches Leben wertvoll ist und welches nicht. Das ist nicht meine Entscheidung. Ich urteile nicht über die Leute. Es sind nur einfach zu viele. Weil, ich muss dir widersprechen, Thanos tötet oder snappt die Leute nicht für ein paar Steine weg. Nein. Snappt sie weg, weil er die Steine hat. Danach Richtig. Ist ihm der Handschuh scheißegal. Ja. Und er macht aus seinem Helm eine Vogelscheuche. Und macht aus seinem Helm eine Vogelscheuche. Die Steine sind Mittel zum Zweck. Ja. Die sind nicht sein Ziel, die sind sein Werkzeug. Nein, er snappt er kann die Leute erst wegsnappen, wenn er alle Steine hat. Das geht nicht, dass er die. Nee, das stimmt nicht, Will. Es tut mir leid. Du hast die Story nicht
gesehen. Er kann ja erst snappen, wenn er den Handschuh hat. Und zwar einmal. Ich glaube, da müsst ihr noch mal einen Talk machen. Ne? Ja. So, Der Thanos-Talk. Ich glaube, wer will dahin, weil er halt auch schon auf dem Weg, um an die Steine zu kommen, halt ordentlich über Leichen geht. Ich glaube, darauf will. Das ist richtig. Ja. Es ist dann der Begriff des Snappens. Das kann er vorher nicht. Ja. Er geht aber halt auch persönliche Opfer ein, und zwar ein sehr großes, indem er halt seine Adoptivtochter, die er sehr liebt, für einen der Steine opfert. Ja, also und er lässt jedem die Wahl. Tatsächlich sagt er auch immer, gebt mir halt den Stein, dann ist alles gut. Oder also, sonst. Ja. Ne? Also es ist definitiv, es ist fragwürdig, aber Thanos ist bereit, persönliche Opfer einzugehen. Ich sage ja sogar, dass Thanos wahrscheinlich gelächelt hätte, wenn er durch Zufall mit dem Handschuh sich selbst weggesnappt hätte. Ja. Das wäre, ich glaube, er hätte gelächelt. Mhm. Aber das ist jetzt ja, auch vollkommen egal. Deep into the Marvel-Verse. Das ist... Gründungsmitglied Nummer 1 des Thanos Fanclub. Ja, ich habe den Film damals gesehen und dachte, die meisten von den Avengers bringen dann auch Thanos hinterher um, nicht um die Welt zu retten, sondern um die Leute zurückzuholen, die ihnen wichtig sind. Ja. Und dafür hätten sie ihn noch nicht mal umbringen müssen. Nee, hätten sie nicht. Sie hätten ihn einfach da auf dem, wobei dann könnte er natürlich auch wieder gefährlich werden, weil er denkt, ja, okay, gut, jetzt sind die Leute wieder da, jetzt fange ich halt von vorne an. Ne? Ja, nee, sie haben ihn getötet aus Rache. Tatsächlich haben sie, die Avengers handeln aus Rache und aus Selbstzweck, nämlich ihre Leute zurückzuholen. Und denen ist egal, dass danach Leute arbeitslos werden und obdachlos werden. Weil nach den 5 Jahren, wo das Resnappening wieder kommt und die Leute dann wieder zurückkommen, zack, Leute arbeitslos, Leute verlieren ihre Häuser. Das ist halt sehr egoistisch gedacht von den Avengers. Da war Thanos tatsächlich der Held in der Geschichte. Es tut mir leid, euch das zu sagen, aber Thanos ist in der Geschichte der Held. Das ist, mag einem nicht schmecken, aber es ist so. Ja. Wobei wir aber auch wieder mal am Anfang sind, ne? So nach dem Motto, okay, wo werden Helden interessant? Nämlich bei den Fehlern. Genau. Und damit hast du einen perfekten Einstieg in die Schlussmoderation gemacht. um es zusammenzufassen. Macht eure Helden, eure Superhelden, wenn ihr sie spielt, dadurch interessant, dass ihr ihnen Ängste und Motivationen gebt. Das sind die wichtigen Punkte. Gebt ihnen soziale Bindungen, die ihnen wichtig sind. Gebt ihnen darüber hinaus Schwächen. Und zwar Schwächen, die im Spiel gespielt werden. Ja. Also Schwächen, die im Spiel eine Rolle spielen. Ja. Das ist ganz wichtig. Schwächen, die nicht im Spiel vorkommen, gibt es nicht. Dann ist sie nicht da. Als Spielleiter der Tipp, versucht nicht einfach über die Abenteuer immer größer, sondern immer persönlicher zu denken. Also versucht nicht irgendwie die Story noch größer, noch größer, noch größer, sondern noch persönlicher und noch direkter und noch näher an den Helden zu machen. Die Gefahr wird nicht dadurch größer, dass sie im Universum ist, sondern dadurch, dass sie näher an die Helden rankommt. Dass sie mehr auch im Endeffekt zu verlieren haben. Genau. Die Gefahr muss näher kommen und nicht weiter weg. Das nehme ich jetzt persönlich auch für mich mit. Vielleicht leite ich dann nochmal die ein oder andere Superheldenrunde, die vielleicht ein, zwei Sitzungen mehr hat. Und zu guter Letzt, schaut euch die Videos von Couch Session an, denn sie sind sehr gut. Dankeschön. Und dann bedanke ich mich bei euch Vieren für den schönen Abend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war feinster Nerd-Talk. Oh yes. Ja, war super schön mit euch. Richtiger Nerd-Talk. Müssen wir wiederholen. Müssen wir gerne definitiv wiederholen. Und ich bedanke mich bei euch da draußen, die zugeschaut haben.
Wir sehen uns wieder morgen früh zu unserem Frühstückstalk. Morgen früh werden wir diverse Dinge verkünden. Die gibt es dann auch hinterher auf dem Discord, aber morgen früh im Stream machen wir es. Wir sagen, welche drei karitativen Einrichtungen das Geld bekommen, das ihr bei der Versteigerung und unserem Pay-What-You-Want-Flohmarkt auf der Burg gespendet habt. Die Abstimmung ist zu Ende. Ich habe sie gelöscht, damit ihr nicht gucken könnt bis morgen. Außerdem haben wir heute die Location für unsere Con im nächsten Jahr bestätigt. Das heißt, wir sagen euch auch morgen den Termin fürs nächste Lurch und Lama Community Treffen im nächsten Jahr. Auch da ging die Abstimmung zu Ende, welches Wochenende wir nehmen sollen. Und wir haben sie heute bestätigt. Am Mittwoch geht's weiter mit unserer Pathfinder 2 Kampagne Blutige Segel. Wir gehen in Folge 12 und sie heißt Wo ist eigentlich Duncan? Ja. Und ansonsten verabschieden wir uns von euch mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, Inshallah, macht's gut, liebt euch, spielt Spiele und seid nett zueinander und die letzten Worte gelten wie immer unseren werten Sponsoren.